Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon A Wonderful Life. Wir haben Janet vor einem lebensgefährlichen Drehwurm befreit und sammeln jetzt die Milch ein, die unsere Kühe uns jetzt soeben hinterlassen haben. Und wir stellen erfreut fest, Fragezeichen, dass... oder doch nicht? Doch, ich fürchte, sie gibt noch Muttermilch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wir haben so viel Milch hier drin, ne? Jetzt zeig doch mal. 9 Starmilch, 6-mal Muttermilch. Schwierig. Schwierig. Vielleicht habe ich ja noch eins stehen lassen oder so. Oder keine Ahnung. Obwohl, nee, Moment. Bin verwirrt, aber wir werden es am nächsten Tag spätestens sehen. Guten Tag. Sie sind mein Kumpel, nicht wahr? So, schönen guten Tag, Wang. Ich möchte etwas verkaufen. Und zwar verkaufe ich diese Muttermilch, diese Kuhmilch. Ja, ja, ich weiß. 6 Stück. Alles cool, alles cool. Richtig cool. So. Vielen Dank. Dann lasst uns doch einmal schauen. Hallo. Grant ist da. Hi. Dann zeigen wir ihm wieder so lange dieses Ei, bis er fragt, ob wir es haben darf. So. Ich habe nämlich Zeit. Mhm. Ist ja an sich eine schöne Sache, dass die miteinander reden, ne? Also die Dorfbewohner. Das hat man gerade deutlich gesehen, dass die miteinander interagiert haben. Ja, da Muffy redet wieder mit Grant und... Hey, Nami, das ist unhöflich. Grant will jetzt reden, aber Muffy redet jetzt mit Griffin irgendwie. Aber Griffin reagiert nicht. Guten Tag. Jetzt sprich mich doch an. Ich befürchte, wenn ich ihn anspreche, dann wird er sagen, ich habe gerade keine Zeit oder so. Dann also. Brauchst du etwas? Kann ich das haben? Ja? Vielen Dank. Dann halt so. Ich meine, du bist mein Kumpel. Ich schenke dir doch gerne was. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Dann rufen wir mal eben fix Haze her. Hallo, Haze. Komm. Mein treues Gefährt. Gepferd. Oder mein treuer Gefährte, mein Gepferde. Oh, so viele schlechte Witze auf einmal. Womit habt ihr das denn verdient? Weiß auch nicht. So. Schicken wir euch erstmal raus. Oh, es fängt an zu schneien. Ist ja schön. Das passierte ja jetzt gerade voll fließend. Hallo, Sohn. Na, was machst du hier? Hallo, Papa. Papa, es schneit. Es ist ganz flauschig und weich. Okay, es gibt Reaktion aufs Wetter. Warum fragst du? Ich mag Tiere, also dachte ich, dass ich Farmer werden sollte. Sebastian ist wirklich groß. Er ist cool. Ja, jeder Butler ist cool. Er ist cool, weil er Butler ist. So. Gut, dann habe ich mich wahrscheinlich geirrt und es gibt auf jeden Fall Reaktion aufs Wetter. Ist aber auch schon lange her, dass ich mal mit Leuten interagiert habe. Sagt Celia was dazu? Celia, sagst du was zum Schnee? Heute ist es angenehm kühl. Es schneit, es ist richtig kalt. Ja, okay, sie reagiert nicht aufs Wetter. Dann reagiert wirklich nur das Kind auf Schnee oder so. Oder auf Wetter allgemein. Weil ich wusste genau, dass ich mich nicht wirklich daran erinnern konnte, dass hier irgendwie große Reaktionen auf Wetter stattfinden. So, haben wir hier sonst noch irgendwas in unseren Taschen? Ja, wir sollten vielleicht unsere Ernte, also unsere Produkte, die uns... Nochmal, die Produkte, die uns unsere Tiere heute geliefert haben, sollten wir vielleicht abgeben. Also ablegen. So. Dann das eine Ei legen wir auch mal weg. So. Oh,
Bei Schnee will ich die Tiere ja nicht rauslassen. Dann gucke ich noch mal eben. Okay, gibt's keine Eier zu holen. Ja, es gibt jetzt gar nichts mehr zu tun. Ich laufe mal einmal um den Block. Emero, los, du schaffst das. Wow. Okay, wann geht nach Hause? Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, ja. So. Na, nicht schummeln. Wer schummelt, läuft eine extra Runde. So, aber dann können wir ihn jetzt auch ins Bett schicken. Den Kleinen. So, gute Nacht. Fieser Wecker. Oh, und es regnet wieder. Das ist schön. Wenn es regnet, muss ich mich nicht um die Ernte kümmern. Aber es sieht schon nach Winter aus, obwohl es regnet. So ein bisschen. So, wir schauen mal hier rein. Hier ist noch nichts fertig. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Und wir schauen mal hier rein. So, denn da können wir jetzt Frühling bis Sommer... Nein. Nee, die will ich ja erstmal nicht. Wir haben Bäschbar, Frühling bis Sommer. Wassermelone ist sowieso nur Frühling bis Sommer. Kartoffel. Ja, da können wir dann ein paar einsammeln. Aber wir gucken erstmal nach den... Nach denen hier. Frühling bis Sommer, Frühling, Winter bis Sommer, die sind okay. Winter bis Sommer, die sind okay. Sommer bis Herbst, Winter bis Sommer. Winter bis Sommer. Dann haben wir Frühling bis Herbst, Sommer bis Herbst. Winter bis Sommer ist wieder gut. Frühling bis Sommer, Frühling bis Herbst. Frühling bis Sommer, Frühling, Sommer, Frühling... Frühling bis Herbst. Frühling bis Herbst. Frühling bis Herbst. Und was haben wir hier? Sommer bis Herbst. Gut, dann können wir noch die paar Kartoffelsamen hier mitnehmen, die 7. Und das hier waren auch, ja, 75 Kartoffelsamen. Genau. Nee, aber viel mehr möchte ich jetzt im Winter auch nicht anpflanzen. Ich kann höchstens noch 2, 3 Erdbeeren mitnehmen. Erdbeere, dann nehmen wir mal 5 mit. Und dann haben wir den Winter eigentlich auch wieder versorgt mit Samen. Gut, dann schauen wir mal eben. Da ist wieder was reif, das finde ich schön. Da. Hier nehmen wir mal die Sichel raus. So, weg damit. Nehmen wir noch eine. Weg damit. Und lalalala. Überraschung, Überraschung, weg damit. So. Dann sind wir hier erstmal durch mit den Früchten. Ja doch, Früchte ist okay als Bezeichnung. Und frühstücken. Njom, njom, njom. Njom, njom, njom. Und gucken erstmal nach unseren Huftieren. So. Ja, hör auf zu meckern. Oh, du hast kein... Bist du's? Bist du Melanie? Nee, Sophie. Dann ist die andere Melanie und die andere hat auch keinen geröteten Euter mehr. Oh ja, du läufst hinterher. Das ist schon mal eine schöne Sache. Dann schiebe ich dich auch mal dahin, wo du jetzt hin sollst. Janet ist glücklich. Janet hat auch keinen Drehbaum mehr. Das ist erstmal eine sehr gute Angelegenheit. Also wir brauchen 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Und dann... Alles so voll und unordentlich. Mo. So. Zack. Und zack. Na komm, leg hin. Und dann können wir hier einmal gutes Futter noch reinlegen. Gutes Futter? Ja. Lalala. Die einzige Kuh, die noch kein Kalb gekriegt hat, ne? In diesem Stall. Und die wird jetzt hier so versorgt. Mit gutem Futter. Okay, Vogelfutter. Wäre schon mal eine ganz gute Angelegenheit, damit die hier nicht unzufrieden sind. So. Okay. Hör auf zu meckern. Du kannst das goldene Ei eh nicht ausbrüten. Da schlüpft kein goldenes Küken raus. Das kannst du ja schon mal abschminken. Und da schlüpft wahrscheinlich leider gar kein Küken draus. Also brauchst du auch nicht meckern. Nein, meinst. So, du sitzt auf keinem Ei, also meckerst du auch nicht. Lass dich mal schmusen. Ja. Dann haben wir hier auch wieder ein nicht befruchtetes Ei. Das macht aber nichts. Fang darf trotzdem hier wohnen bleiben. Das, die Eier sind ja hier nur so ein Nebenverdienst. Die brauche ich ja nicht wirklich. So. Gut. Dann schauen wir mal. Nehmen wir mal Düngemittel. Düngemittel. Und düngen mal den Rest hier der noch verbleibenden Pflanzen. Und ich habe überlegt, ich kann ja jetzt die 5 Erdbeeren da, die kann ich ja auch schon mal einpflanzen, weil die sind ja von Herbst bis Frühling pflanzbar. Und ja, ist halt immer so eine ganz praktische Angelegenheit. Ja, ein bisschen was für den Kühlschrank pflanzt. Kann ja nicht immer nur fürs Kreuzen produzieren. Ein paar Sachen will ich ja auch in den Kühlschrank schmeißen. So. Hallo Drucker, schön, dass du noch da bist. Ich werde jetzt auch nur noch diesen Part aufnehmen und dann vorerst wieder eine etwas längere Aufnahmepause machen. Und ich hoffe, dass das Schreiben meiner Hausarbeit jetzt nicht mehr so lange dauert, damit ich dann guten Gewissens aufnehmen kann. Weil jetzt ist immer so, dass man so im Hinterkopf hat, eigentlich müsstest du ja und eigentlich müsstest du doch lieber und so. Aber das ist jetzt gerade im Moment nicht, wenigstens nicht ansatzweise so schlimm. Befürchtet habe. So. La 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 la. Es scheint wieder aufzuhören zu regnen. Zu regnen aufzuhören. Ja, ja, sprechen ist immer so eine Sache. Besonders jetzt um die Uhrzeit. Ist wieder mitten in der Nacht, weil ich sonst nicht zum Aufnehmen komme, wann anders. Und wozu hat man denn Semesterferien, ne? Bei Ferien sind es ja nicht. Ich, wie gesagt, ich muss auch arbeiten für die Uni. Aber wenigstens nicht ganz so viel, wie ich zu Schulzeiten noch für die Schule gemacht habe. Und jetzt scheint endlich die Sonne und wir können unsere Tiere rauslassen. Tue so fresh air. So. Und solange es immer noch regnet, kann ich auch guten Gewissens die Tiere hier, die Hühner, rauslassen. Na. Du.
So, 15 Minuten haben wir, jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Schaffen wir, schaffen wir. Da werden wir es definitiv nicht schaffen, die Hühner alle rauszusetzen, befürchte ich. Also die Hühner schon, aber die Enten nicht. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Aufnehmen daran denke. Ich gehe speichern und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon A Wonderful Life wieder. Over.